Ja, meine lieben Facebook-Freundinnen und meine lieben Facebook-Freunde, heute ist der 23. Dezember 2014 und morgen ist was? Natürlich Weihnachten. Ja? Und deswegen habe ich mir hier sowas besorgt. Ein Weihnachtsbaum, das ist der Malmedy-Weihnachtsbaum hier. Der steht unter meinem Baum. Die Geschenke, meine Geschenke liegen unter dem Baum. Ja, Geschenke werde ich nicht viele kriegen. Ich habe schon am Geburtstag gesehen, der Axel Stein, der hat mir auch was ganz Nettes geschenkt. Ne? Aber das Gute ist, er wird auch von mir nichts Schönes zu Weihnachten bekommen. Denn was er nicht wusste, also er wusste es natürlich schon, aber ich habe ihm nicht erzählt, wofür ich mir sein Auto dieses hier ausgeliehen habe. Nämlich um den Weihnachtsbaum zu kaufen. Er dachte, ich muss irgendwie ins Möbelhaus oder sonst irgendwas. Und das Schöne ist, diese Nadeln, die dieser Baum hier verteilt, ne, die darf der Axel dann alle selber aufsammeln und wegsaugen. Und die verhaken sich ja immer so schön im Teppich drin, ne? Und da muss man die so rausfisseln und so. Da wird der Axel bestimmt am 24. oder 25. oder 26. Dezember viel Spaß damit haben. Weil der verliert nämlich ganz schön viele Nadeln, dieser Baum hier, ne? Naja, ist ja auch egal. Also ich wollte euch schöne Weihnachten wünschen. Genießt die Feiertage. Seid lieb zu euren Verwandten. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, derjenige, der nach Hause fährt, ne, der bleibt nüchtern. Das ist echt wichtig. Okay, ja, das war es eigentlich schon. Es gab viele Highlights dieses Jahr, 2014, autotechnisch wirklich ein grandioses Jahr. Darüber werde ich vielleicht bis Ende des Jahres noch ein bisschen hier auf Facebook berichten. Und bis dahin, feiert schön, habt schöne Weihnachten. Ich hab euch lieb, danke für euren Support. Tschüss.